Menschen, Ereignisse, Geschichte. Der MDR Kultur Stichtag. Beim anstehenden Spiel Bayern München gegen RB Leipzig, dieser Tage wird es zumindest nicht passieren. Wir beamen uns 50 Jahre zurück. Fußball-Bundesliga, Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen. Nach 88 Minuten Spielende. Warum? Der hölzerne Torpfosten am Gladbacher Bökelberg brach. Und weil sich keiner um ein neues Tor bemühte, verloren die Gladbacher das Spiel dann halt. Steffen Hudemann über den legendären Torpfostenbruch. Die Geschichte des modernen Fußballtors aus Aluminium beginnt an einem regnerischen Aprilnachmittag in Mönchengladbach. Im Bundesligaspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen steht es kurz vor Schluss 1:1. Gladbach will unbedingt den Siegtreffer erzielen und dann fällt noch ein Tor. 3 Minuten vor dem Spielende ist es der kräftige Laumen, der zwar kein Tor erzielt, dafür aber den 12x12 cm dicken Torpfosten mit dem Netz ziehend direkt über der Grasnarbe abbricht. Verwirrung auf den Rängen und auf dem Rasen. Verwirrt ist vor allem der Bremer Torwart Günther Bernhardt, über dem plötzlich das Tor zusammenbricht. Und ich konnte den Ball noch über den Pfosten legen und der Herbert Laum fiel ins Netz rein. Und der Pfosten brach durch, das war ein Holzpfosten. Bisher hatte es mit Pfosten aus Holz so gut wie keine Probleme gegeben. Man hat es ja gar nicht anders gekannt. Ne? Also, und es ist ja eigentlich Jahrzehnte nichts passiert gewesen. Also es war ja alles in Ordnung. Und dass halt mal so ein Holz mal morsch wird, das kann passieren. Doch das niederrheinische Regenwetter hatte dem Material schwer zugesetzt. Wir hatten keinen schnellen Ersatz da. Erinnert sich Gladbachs Rainer Bonhoff. Die Dinger waren absolut vermodert, die Pfosten. Und der gebrochene Pfosten konnte in der kurzen Zeit nicht erneuert werden. Die Bremer wollen das Spiel unter allen Umständen fortsetzen. Für sie wäre ein Unentschieden ein Erfolg gegen die Star-Truppe um Günther Netzer. Es kamen da die skurrilsten Vorschläge. Der Platzwart. Der Platzwart sollte sich da hinstellen als Pfosten. Das müssen Sie mir vorstellen. Schiedsrichter hat es abgelehnt. Bremens Torwart Günther Bernhardt kann sich an die verzweifelten Versuche erinnern, das Tor wieder aufzubauen. Verteidiger damals von uns, die waren am Tor immer mit den Ordnern zusammen, wollten die dann immer alles aufstellen und wollten versuchen, dass da irgendein Keil oder was noch reinkommt. Und die Gladbacher, die haben sich da weggestellt und haben gesagt, nö, ach, das geht nicht mehr, das hat keinen Zweck so. Auch Herbert Laumen, der Mann, der das Tor versehentlich umgerissen hatte, zeigt am Wiederaufbau kein Interesse. Wir waren natürlich mit dem Unentschieden nicht zufrieden, wollten unbedingt noch den Sieg rausholen und hatten dann nach dem Pfostenbruch geglaubt, das Spiel würde wiederholt. Gladbachs Platzwart versucht sich noch an einem eher halbherzigen Reparaturversuch und holt aus den Katakomben Hammer, Nägel und ein Stück Holz. Nur um wenig später festzustellen, da könne er auch nichts machen. Nach 12 Minuten Wartezeit hat der Schiedsrichter genug und bricht das Spiel ab. Der Spielabbruch kommt den Gladbachern gerade recht. Sie hoffen auf ein Wiederholungsspiel, denn sie brauchen die Punkte im Kampf um die Meisterschaft. Doch mit dieser Hoffnung ist die Borussia auf dem Holzweg. Das DFB-Bundesgericht urteilt streng. Die Punkte gehen am grünen Tisch nach Bremen, weil den Gladbachern ein Tor fehlte. Das Bundesgericht ist daher der Auffassung, dass ein Bundesliga-Verein bei der Beschädigung eines Fußballtores aufgrund seiner Pflichten als Platzverein stets in der Lage sein muss, einen plötzlichen Schaden zu beheben. Trotz des Punktverlusts werden die Gladbacher am Ende der Saison 1970-71 Meister, knapp vor den Bayern. Die Holztore aber verschwinden endgültig aus der Bundesliga, nach dem kuriosen Pfostenbruch von Mönchengladbach, heute vor 50 Jahren.